TV Vorarlberg. Aktuell. Der Vorarlberger Beschlägehersteller Blum schließt das Geschäftsjahr 2018-2017 mit einer Umsatzsteigerung von 2,8% gegenüber dem Vorjahr ab. Das entspricht einem Umsatz von etwa 1.800 Millionen Euro. Wir haben, wenn wir die unterschiedlichen Regionen betrachten, in Westeuropa in den meisten Märkten eine Steigerung erzielen können. Hervorzuheben ist hier in dieser Region wirklich die anhaltende Erholung der Märkte in Südeuropa wie Italien, Spanien, Portugal, auch Frankreich scheint wieder auf Erholung zu gehen. Eine ganz positive Entwicklung hatten wir in Osteuropa. Die hat sich ja auch im vergangenen Wirtschaftsjahr schon wieder abgezeichnet. Aber erfreulich war hier besonders die starke Erholung des russischen Marktes, wo wir hier vor allem dann im zweiten Halbjahr des Wirtschaftsjahres Probleme bekommen haben, war die Türkei. Ihnen ist bewusst, diese Währungsabwertung ist natürlich eine Folge auch wirtschaftlicher Probleme. Und das hat leider negativ gewirkt. Es war insgesamt so, dass der starke Euro im vergangenen Wirtschaftsjahr eine erhebliche Auswirkung auf die Umsatzentwicklung in allen unseren Überseemärkten hatte. Dies führte in Nord- und Südamerika zu einem Umsatzrückgang, obwohl die Umsätze in lokaler Währung deutlich gestiegen sind. Und in Asien, vor allem in China, Indien und Südostasien hatten wir trotz der negativen Währungseffekte nach wie vor ein schönes Wachstum. Wenn wir die Währungseffekte ausgeblendet hätten, dann hätte das Umsatzwachstum im vergangenen Wirtschaftsjahr 5% betragen, also etwa 40 Millionen fehlen aufgrund des starken Euro. Seinen Umsatz erwirtschaftet Blum zu 48% im EU-Raum und zu 15% in den USA. Über 120 Länder beliefert der Beschlägespezialist heute weltweit und ist mit 30 Tochtergesellschaften bzw. Repräsentanzen international aktiv. Neben dem Ausbau der bestehenden Märkte sind wir immer noch sehr aktiv unterwegs in unserer im letzten Kontinent, das ist Afrika, das ist das neue Abenteuer. Wir haben dort natürlich schon einige Märkte im Süden, aber jetzt die Erschließung in Afrika ist sehr interessant. Nicht, dass das jetzt morgen und übermorgen die ganz großen Umsatzsprünge geben wird, aber es ist eigentlich der letzte weiße Fleck auf der Karte für Blum. In Vorarlberg konnte die erste Produktionshalle des neuen Stanzzentrums in Dornbirn, das Werk 8, fertiggestellt werden. Jetzt wird eingezogen. Zu den Investitionen. Wir haben hier im letzten Wirtschaftsjahr 216 Millionen in der Gruppe investiert. Davon 182,5%, also den allergrößten Teil hier in Vorarlberg. Diese Investitionen gehen natürlich neben Gebäuden in den Bereich der Neuprodukte, also auch Ausbau internationaler Marktorganisationen, Automatisierung und so weiter. Wir haben unsere Mitarbeiterzahlen auch im vergangenen Wirtschaftsjahr wieder erhöht, auf durchschnittlich 7.509 Personen in der Gruppe. Das ist ein Zuwachs von 368 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Für Vorarlberg waren es plus 251 Personen auf 5.696 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Blum investiert aber nicht nur in die Erweiterung und seine Mitarbeiter. Hohe Priorität hat, laut Unternehmensführung, auch die Verantwortung gegenüber Umwelt und Ressourcen. Sie wissen, wir legen sehr großen Wert darauf, dass wir möglichst wenige Emissionen hier haben. Wir können sie nicht auf Null fahren, aber wir haben jetzt ab 01.01.2018 mit der VKW eine Abmachung getroffen. Die kostet uns auch etwas Geld, aber ist aus unserer Sicht auch wirtschaftlich vertretbar. Wir beziehen ab 01.01.2018 100% unseres Stroms hier in Österreich aus Wasserkraft. Und das bedeutet, abhängig vom jeweiligen Strommix, den die
VKW haben im Jahr, eine Reduktion der Emissionen zwischen 45 und 35% insgesamt. Und ich glaube, das ist doch wiederum eine ganz schöne Entlastung für die Umwelt. Mit Beschlagslösungen in drei Produktionsgruppen, Klappen, Scharniere, Auszüge, unterstützt Blum die Umsetzung moderner Möbel, immer mehr im Trend, die grifflosen Designs. Jetzt wurde auch die Übergabe an die nächste, die dritte Generation, fixiert. Ab 1. Juli 2018 ist die neue Geschäftsleitung hier in Kraft. Die Mitglieder sind der Martin Blum, der Philipp Blum. Geht von rechts nach links, bis 30.06. werde auch ich dieser noch angehören, sowie Gerhard Humperler, der Leiter unserer Finanzen, und Urs Polter, das ist der Leiter der Personalentwicklung. Und das heißt, diese Truppe, ohne den in der Mitte, wird dann ab 1.7. gemeinsam mit dem Führungskreis, das sind großteils die Bereichsleiter in unserem Unternehmen, die Geschicke der Julius Blum GmbH leiten. Damit wäre ich beim Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 18/19. Die Planung haben wir mit einem verhaltenen Optimismus noch gemacht, die erfolgt jeweils so im Februar, März. Allerdings ist die weitere wirtschaftliche Entwicklung doch von einigen Fragezeichen belastet. Ich denke hier, in Europa ist die Abwicklung des Brexits noch absolut unklar. Die Auswirkungen für Exporteure, Importeure aus England und nach England ist ungeklärt. Und natürlich insgesamt ist die Besorgnis auch bei uns bezüglich der weiteren Entwicklung der EU durch das Aufkeimen von Nationalismus und Populismus. Es wäre nämlich gerade jetzt ein starkes Europa wichtig, um mit den USA und China auf der Weltbühne mitspielen zu können. Wenn wir das nicht schaffen, dann werden wir in die Bedeutungslosigkeit versinken. Mit Blick auf Amerika und China ist die Zunahme nationaler Interessen, wie zum Beispiel die gegenseitige Verhängung von Strafzöllen, diese Sanktionsspirale, die momentan gerade stattfindet, nicht unbedingt förderlich für die Weltwirtschaft, würde ich sagen. Es wird, und das muss ich als letzten Satz sagen, es wird in dieser Spirale der Sanktionen keine Gewinner geben. Es wird nur Verlierer geben. Hier muss man nur in die Geschichte zurückschauen. Wenn diese Sanktionsmechanismen weltweit zunehmen, dann ist eigentlich die Weltwirtschaftskrise vorprogrammiert. Und dadurch bin ich der Meinung, man muss mit allen Mitteln dagegenhalten, dass das irgendwie gelöst werden kann. Wie der ORF berichtet, laufen die Ermittlungen zum möglichen Missbrauchsfall in einem Jugendtreff in Altach weiter auf Hochtouren. Der Fall beschäftigt derzeit nicht nur Polizei und Staatsanwaltschaft, auch das Vorarlberger Kinderdorf und die Kinder- und Jugendhilfe Feldkirch wollen nachforschen. Denn vor seiner bisherigen Arbeit in Altach hat der Tatverdächtige 3 Jahre lang im Vorarlberger Kinderdorf gearbeitet. Die App Fliehen vor dem Holocaust wurde von einem internationalen Jurygremium mit dem World Didac Award ausgezeichnet. Entwickelt wurde die Lern-App für Geschichte vom Forschungszentrum Nutzerzentrierte Technologien der FH Vorarlberg, der Pädagogischen Hochschule Luzern und Erinnern.at, Institut für historisch-politische Bildung über Holocaust und Nationalsozialismus. Die Lern-App soll Jugendlichen das Thema Holocaust näher bringen. Die Verleihung des Awards wird am 7. November 2018 stattfinden. Auch heuer wurden in Hohenems wieder Kinderflugwünsche im Minutentakt erfüllt. Beeinträchtigte Kinder mit ihren Familien waren wieder zum alljährlichen Kinderflugtag geladen. Mit 7 Sportflugzeugen, 2 Motorseglern, einem Tragschrauber und der 12-sitzigen Cessna Caravan stand das Rundflugteam Flugplatz Hohenems unter der Schirmherrschaft der amtierenden Damülser Schneekönigin Sabrina Beck
samt Familie parat, um mit ihrer fliegerischen Sozialaktion Fliegen für Kinder mit Handicap ein besonderes Erlebnis zu ermöglichen. Das Wetter bei RTV Vorarlberg mit freundlicher Unterstützung von Wettering.at. Heute strahlt die Sonne von einem fast wolkenlosen Himmel, somit ein perfekter Sommertag mit Temperaturen um die 30 Grad. Das sommerliche Wetter hält auch morgen Freitag an. Gegen Abend sind lokale Wärmegewitter möglich. Der Samstag wird nochmals richtig sommerlich mit Temperaturen um die 30 Grad. In den Bergen kann es in den Nachmittagsstunden zu Wärmegewittern kommen. Der Sonntag fällt wechselhaft aus. Ab Mittag kann es immer wieder Schauer und Gewitter geben. Die Temperaturen erreichen um die 26 Grad. Die neue Woche startet am Montag wieder mit viel Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen. Das Wetter bei RTV Vorarlberg mit freundlicher Unterstützung von Wettering.at.